Hey Leute, willkommen zurück bei Command & Conquer, Generäle, Generals, wie auch immer. Kurze Zusammenfassung, wir haben jetzt einen Bombenteppich von den Amerikanern bekommen und sollen schnell versuchen, diesen Bombenteppich zu nutzen, um weitere vorankommende Truppen zu verhindern. Und wir haben... Zerstören Sie Ihre Stützpunkte. Wir werden mal hier ein bisschen was machen. Wir werden uns mal eigene Bomben machen. Nukleargeschütze. Geil. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Ja, ist mir klar. Gut. Aha. Okay, dann wissen wir schon mal, dass von der Seite mal gerne was kommt. Dann kommt ihr halt was hin. Zusätzlich, die Bomber sind bereit. Was ich mich gerade ein bisschen blöd finde. Da kann ich die Bombe auswählen. Aber ich habe die gar nicht im Menü. So, wir gucken mal, haben wir denn hier eine Expansion? Ja, mehr oder weniger. Wir werden mal erstmal die Mix produzieren. Genosse General, im Norden gibt es zusätzliche Rohstoffe. Ja. Können wir uns mal gut drum kümmern? Bin mal gespannt, da kommt das Flugzeug an. Artilleriefeuer sehe ich leider nicht. Da kommt es. So. Felix hat das Missil zerstört. Noch drei Ziele. Ja. Was haben wir nichts noch dabei? Wie will man ein Atomkraftwerk noch bauen? Dann anschließend. Wir haben keinen. Gut, ist vollkommen okay. Wir werden noch einen von denen hier bauen. Von den Kollegen. Eine Waffenfabrik, die haben wir bisher anscheinend noch nicht. Dann, wie kommen wir am besten rüber? Die sind auf jeden Fall besetzt und greifen immer wieder hier rüber an. Gut, hier haben wir Leute. Genosse General, im Südwesten sind wichtige Zivilgebäude, die wir einnehmen sollten. Okay, dann würde ich mal sagen, bleibt nochmal kurz hier. Kaserne, ihr habt doch bestimmt keine Kaserne hier. Wir haben keine Kaserne, sonst wäre die Technologie doch gar nicht möglich. Ich mach keinen Sinn. Hier sind auch keine Leute drin, ne? Gut, ich will Gatling Upgrade machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall schwarzes Napalm Upgrade. Dann brauchen wir Kaserne. Ich dachte, wir haben eine Kaserne. Wundert mich, dass wir das ist Depot, dass wir keine Kaserne haben. Und mit dem Gatling Upgrade würden wir dann auch gut genug was reißen können. Zudem bauen wir hier noch was auf. Ja, da, was da dauernd rauskommt, weiß ich auch nicht. So, Mick mal kurz verbinden. Weiß nicht, ob hier. Die sind eigentlich ziemlich effektiv gegen Gebäude. Kann aber sein, dass hier die Nester sind. Und die können uns dann wiederum ordentlich was in die Quere kommen. Ah, wir haben noch nicht schwarzes Napalm, leider. Weil ihr seht, wie schön das Ding doch brandschießen brennen kann. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Ja, dann werden wir mal kurz hier die Bombe aufstrecken lassen. Ja, Bombenteppich. Hier in dem Bereich. Weil die da auch noch stationiert sind. Dann auf jeden Fall. Wir haben die Kaserne fertig gebaut oder nicht? Wir haben keine Kaserne, doch jeder hat eine Kaserne gebaut. Und zwar will ich die hier bauen. Und dann fahren wir mal ein hier rüber. Greifen Sie die Basis an, bitteschön. So. Feindliche Tarnheit entdeckt. Ja, das ist so das Praktische. Ah, die haben ja Sprengfässer. Upgrade verfügbar. So, geht mal kurz raus. Okay. Und um dieses Gebäude werden wir uns auch mal gleich kümmern. So, hier mal hin.
Ei. War ja böse. Oh Gott, Raketenbuggy. Und die Einheit, die wir verloren haben. So, immer raus. So. Gehst mal wieder rein hier. Und heiz dich mal kurz auf. Ja, die Bombenfässer sind ein bisschen übel. Die haben wir. Einheit verloren. So. Genosse General, noch 3 Ziele. Ja, ich weiß. Die sind gerade ein bisschen nervig drauf, die Gegner. Brauchen mehr Entdecker für unsichtbare Einheiten. Und du kannst mal hier kurz reparieren. Raketenbuggy kommt leider über die Reichweite von über die Reichweite von den ganzen Gebäuden. Oh. Einheit verloren. So, jetzt sind ja auch die Menschen da tot. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. So. Die müssen wir leider hier nachbefördern. Ja, die Flak ist ja auch bereit. Bisschen nervig. Wir müssten den. So, der ist hier fertig wieder. Ich würde gerne 2 hier reinsetzen. 2 hier rein. Welche Einheit habe ich schon wieder verloren? Hallo? Okay. Ich glaube, das war der Bomben. Teppich-Typ. So. So, ich müsste es aber als Kombi machen, das ist besser. So, 3. Auf jeden Fall haben wir noch so einen kleinen Napalm-Panzer. Und was wir noch auf jeden Fall kaufen müssen, wäre ein Propagandazentrum. Können wir auch einen Propagandaturm bauen. So, du hast sie gebaut. Dann will ich mal kurz noch Raketentrooper holen. Oder Raketensoldaten. So, die fährt mal zusammen hin. Damit wir gemeinsam. Ei. Der ist schon ein bisschen harter. Ja, wie du fährst, ist ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. So, hier rein damit. Und wir brauchen noch ein paar Zäger. Okay, ihr seid raus aus dem Geschäft. Das war der stärkere Panzer von denen. So, und ihr kommt hier rein. Ach, und natürlich. Den werden wir erstmal so platt machen. So. Komm, räuchert sie aus. Einheit verloren. Verdammt! Also ich habe ein bisschen mehr gehofft, nämlich dass dieses Feuer ein bisschen länger hilft. Gut, dann werden wir. Unsere Bomber sind bereit, genau. Sowas bauen. Wenn sie so unbedingt sein sollen, dann werden wir sowas bauen. Wenn sie nicht anders wollen. So, die Bomber sind bereit. Leider noch nicht die anderen Geschütze. Propagandazentrum ist übrigens fertig. Das heißt für mich übersetzt Nationalismus. Welche Einheit denn immer wieder? So, der ist irgendwie mal Geschichte. Wir müssen da hinten rüber übrigens noch. Wo war das Zentrum? Genosse General, noch 3 Ziele. Hier. Achso, da ist das. Stehe, da war das mit dem Bombenteppich. Wir haben jede
So. Dann machen wir kurz. Steuerung 2. Komm, wir produzieren noch einen zweiten. Machen wir uns den Spaß. Ah, leider kann man die noch nicht weiter upgraden. So, Steuerung 1. Und die können wir hier hin. Leider haben wir noch nicht die, oder können wir schon die bessere Panzerung machen? Nein, noch nicht. Also Nationalismus verstärkt nochmal den... Habe ich überhaupt getroffen? Das sah jetzt überhaupt nicht so aus, als hätten die getroffen. So. Nein, 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 nein. Boah. So. Er dachte schon, die sollen ja nicht das machen. So, das reicht aus. Und jetzt Blumen. Das sind die Nuklear-Sprengköpfe. Ganz witzig, wie ich finde. Und den schicke ich, wie gesagt, vor, damit wir hier Kisten finden. Oder Sprengfässer. Ist das schon wieder einer? Ganz normaler, kleiner. Na, ist nicht schlimm. So. So, du kommst nochmal kurz hier vor. Und dann positionieren. Feuer. Reicht aus. Und die denkt, oh, der ist stark. In der Stadt wimmelt es von Terroristen. Achten Sie auf versteckte Bomben. Ach, jetzt sagt sie es auf einmal. So, hier sieht man, das ist Nationalismus. Das ist nämlich der Nachteil. Wir können nicht zum Beispiel gegen so einen Raketenbuggy machen. Einheit verloren. Boah, rast einfach hier rein. Am besten wir kaufen noch uns... Ah, was machen wir? Gatling-Panzer? Ja, komm. Oder den Freundchen hier. Overlord. Ja, ich verstehe. So, wir haben sowohl den Bombenteppich als auch das andere bereit, die Flak. Da würde ich mal sagen, Bombenteppich und das Los. Wir hatten doch, wo haben wir noch was gehabt? Hier oben wurde gesagt, genau. So. Da sehen wir auch gleich, woher das ganze Geld stammt von denen. Können wir uns auch einen Spaß erlauben, und zwar, wenn wir einfach... Ach nee. Einheit verloren. Das Flugzeug haben wir leider verloren. Dafür kommt die noch rein. Das andere Flugzeug noch angegriffen. So, und du machst einen Propagandaturm. Propagandaturm heilen die Einheiten. Und du machst noch ein Gatling-Geschütz, um gegen Infanterieeinheiten klarzukommen. Außerdem kann der Propagandaturm eigentlich auch unsichtbare Einheiten sehen. Genosse General, noch drei Ziele. Ja, ist okay. Der kann auch einen Bunker bauen, aber aus diesem Bunker können die Einheiten nicht schießen. Also zumindest bei der Variante. Also es gibt noch, glaube ich, noch einen General, wo es dann wiederum möglich ist. So, jetzt wird der auch geheilt. Wir haben jede Menge Platz. Was braucht Wir haben jede Menge Platz. Wir bringen Geschenke. Maschine Standplatz. So. Oh. Da ist hier noch jemand. Wie ich richtig sehe. Komm, Overlord-Panzer. Aber wir haben leider noch nicht die Nuklearverstärkung. Hallo. Nicht übertreiben, bitte. Oh, ja.
Nein, nicht Angriff. So, hier. Schwarze Napalm schlägt auch wieder zu. Hallo. Hey, übertreibt nicht. So. So, ein bisschen mal näher hier heran, bitte, mit euch. So. Vielleicht mal ein bisschen positionieren. Ja, Overload macht eigentlich ganz viel Spaß. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Da werden wir mal gucken, wie es sich weiter ergibt. Und bis dahin, außerdem hier Nuklearwolke macht natürlich auch was kaputt. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Wumms.